Ja, ich stehe hier mit dem Christian von Abus. Hi Christian. Hallo. Du erzählst uns heute was darüber, wie wir unseren Kopf gerade im urbanen Umfeld auf dem E-Bike oder sogar auf dem Speed-Pedelec schützen können. Sehr gerne. Christian, du hast uns hier 4 Helme mitgebracht. Was haben diese Helme gemeinsam? Für welchen Einsatzzweck sind sie? Also die 4 Helme sind in erster Linie für den städtischen Einsatz konzipiert. Sie verfügen alle über Rücklicht, was natürlich ein sehr nettes Sicherheitsmerkmal auch ist für passive Sicherheit im Straßenverkehr. Inklusive Fliegennetz und Schirm oder Visier sind das alles Merkmale, die dann halt eher für den städtischen Radfahrer von Interesse sind. Okay, dann schauen wir uns doch mal an. Ich greife hier einfach mal einen dieser Helme. Was ist das für ein Helm und was zeichnet ihn aus? Das ist der Hyben 2.0, die zweite Version unseres Hyben Hartschalenhelms. Sehr robuste Schale, verzeiht auch mal einen Sturz vom Tisch, ohne dass er sofort kaputt geht oder Mikrorisse hat. Dabei ist er aber sehr gut belüftet, wie man hier an der Lüftungsöffnung sehen kann. Er verfügt über ein innovatives und cooles Rücklicht in 2 Stufen. Das heißt, ich muss einfach nur hinten drauf drücken, ich setze den auf, ich drücke hinten drauf und bin von hinten sichtbar. Genau, auf jeden Fall in der Dunkelheit oder in der Dämmerung wirst du dadurch besser gesehen. Ein Fliegennetz soll dich entsprechend den Kopf vor Insekten schützen und der kleine Schirm, so ein kleiner Regen-Sonnenschutz. Ja, ich glaube, gerade das mit dem Fliegennetz kennen wir ja alle. Irgendwie die Angst, dass einem doch eine Biene oder eine Wespe vorne reinfliegt, die man dann so schnell nicht mehr rauskriegt. Den Helm gibt es jetzt aber in 2 Versionen. Genau. In der Ace-Variante verfügt der Hyben entsprechend noch über solche sogenannten Grids, die bei kälteren Temperaturen den Fahrer noch ein bisschen vom kühleren Fahrtwind schützen sollen, aber auch noch mal mehr Schutz vor Insekten geben sollen. Plus dieses Visier, das den Fahrer dann entsprechend auch vor Fahrtwind oder auch die Augen vor Insekten schützt. Da brauche ich keine zusätzliche Brille mehr und gerade auch im Winter ist es dann vielleicht nicht ganz so kalt am Kopf. Korrekt, genau. Der zweite Helm, den du mitgebracht hast, das ist ein spezieller Pedelec-Helm. Genau. Erzähl uns doch mal, was bedeutet das, ein spezieller Pedelec-Helm? Brauche ich auf einem Pedelec einen speziellen Helm? Aktuell gibt es in den Niederlanden eine Norm für Helme, die auf Speed-Pedelecs getragen werden sollen oder müssen. Und dieser Norm entspricht der Helm entsprechend. Hier wird nochmal mit mehr EPS-Schaum gearbeitet. Der Nacken ist nochmal tiefer geschützt. Das sagt entsprechend oder spricht, gibt die Norm vor. Und da konnten wir als erster Anbieter im niederländischen Markt entsprechend so einen Helm anbieten. In der Form hat er auch wieder ein Visier, was die Augen nochmal schützt. Auch das Fliegennetz ist eingeschäumt. Und für besonders kalte Tage verfügt er über sogenannte Earguards, die den Radfahrer halt auch an kälteren Tagen nochmal besser schützt. Und eine inkludierte Regenhaube schützt den Fahrer auch nochmal bei aufkommenden Regen. Okay, das heißt, die Regenhaube, die hole ich hier hinten einfach raus, wenn ich sie brauche, packe sie wieder rein, wenn ich sie nicht brauche. Die Ohrenschützer sind abnehmbar. Korrekt. Das heißt, im Winter habe ich schön warme Ohren und sie frieren mir nicht ab. Weil ich auf dem Pedelec oder Speed-Pedelec auch höhere Geschwindigkeiten habe, ist es da natürlich auch sinnvoll, meinen Kopf etwas mehr zu schützen als auf einem normalen Fahrrad. Zumindest sagt das die Norm aus. So, wir hatten jetzt den Hyben, wir hatten den Pedelec und der dritte Helm, den der Christian mitgebracht hat für den städtischen Bereich, ist der Urban, wie der Name schon verrät. Korrekt, das ist der Urban Eye in der 3. Generation mittlerweile, eines der erfolgreichsten Modelle für Abus oder von Abus. Warum? Weil er, sag mal, von dem deutschen oder europäischen Publikum sehr gerne gekauft wird. Er hat eine sehr gute Passform für viele, viele Köpfe. Hat halt entsprechend auch den tiefen Nackenschutz, sitzt entsprechend sehr gut. Und da haben wir halt entsprechend dem Vorgänger einen kleinen Facelift unterzogen. Auch hier unser neues Rücklicht eingebaut, ist halt ein bisschen sparsamer als das Vorgängermodell, aber halt bei gleicher Leuchtkraft. Ja, und so ist entsprechend der Urban einer 3. Generation. Der Urban, der Klassiker unter den urbanen Helmen, der Pedelec, der Helm speziell für
Pedelecs und Speed Pedelecs und der Haiben als wirklich stylische Version des städtischen Helms mit Insektenschutz und je nach Modell auch mit Augenvisier. Ja, also viel Auswahl, um den Kopf im städtischen Bereich zu schützen. Christian, ich danke dir. Gerne, Jenny.